Wir haben hier einen klaren Aufklärungsauftrag. Das heißt, wir versuchen strikt das virtuelle Spiel und die Realität, also in dem wir uns bewegen, zu trennen und halt auch den jungen, interessierten Menschen darauf hinzuweisen, dass das hier die Realität ist und eben nicht Fiktion oder beziehungsweise ein Videospiel. Weil die Gamer-Generation, auch der Generation, aus der ich so komme, ist eher so ein wenig für freies Internet und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Da schauen schon viele mit Argusaugen drauf und überlegen sich, wie ist das mit dem freien Internet, kontrollieren die mich oder nicht?